In diesem Video seht ihr eine Bagger-Tennis-Variante, Three Kings of Bagger-Tennis. Die Schwerpunkte liegen dabei auf der Spielausdauer, auf der Wahrnehmung und der Wettkampfhärte, also auch auf der psychischen Stabilität in Wettkampfsituationen. Bleibt dran, schaut's euch an. Bei dieser Wettkampfspielform spielen wir am besten in drei Teams gegeneinander, aber auch vier oder fünf Teams sind möglich. Pro Team sind drei Spieler optimal, aber auch hier sind natürlich vier Spieler, gegebenenfalls auch zwei oder fünf Spieler denkbar. Für die Belastungssteuerung empfinde ich jedoch drei Teams mit drei Spielern als optimal. Der Ball wird durch einen Aufschlag von unten ins Spiel gebracht und dann mit jeweils einem Kontakt zum Gegner zurückgespielt. Baggertennis kennt ihr, oder? Ich habe hier nur das untere Zuspiel, also die Baggertechnik, zugelassen und keine Aktionen oberhalb der Schultern. Nach dem Baggerkontakt wird im Team durchgewechselt. Es wird also ständig rotiert, jeder Spieler hat nur einen Kontakt, dann sind die anderen im Team dran. Nach Ausspielen des Balls wird gemäß den Regeln beim King of the Court rotiert. Das Gewinnerteam darf stehen bleiben bzw. weiterspielen, wechselt also auf die Gewinnerseite. Das Warteteam kommt für das Verliererteam mit Aufschlag ins Spiel. Mir persönlich sind mehrere Kurzsätze lieber als ein langer Satz. Ihr könnt zum Beispiel bis 5, 7 oder 9 Punkte spielen oder eben auch bei 18, 18 oder 20, 20 starten und den Satz zu Ende spielen. Bei Three Kings of Bagger Tennis sind natürlich Varianten möglich. Die Übung kann also an die Rahmenbedingungen der Trainingsgruppe wie Anzahl der Spieler und Spielniveau angepasst werden. Ihr könnt also die Feldgröße festlegen, die Spieleranzahl pro Team oder auch die Anzahl der Teams. Und natürlich könnt ihr auch festlegen, welche Techniken bei euch erlaubt sein sollen. Also ob ihr auch gepritschte Bälle, geschlagene Bälle oder einhändig gespielte Bälle zulassen wollt. Wenn ihr mehr Punkte an die Teams verteilen wollt, so vergebt doch auch Punkte, wenn man auf die Gewinnerseite wechselt. Und nicht nur dort, wenn man dort gewinnt. Wenn ihr weniger Punkte vergeben wollt, so macht doch einfach ein Big Point Spiel. Das heißt, das Team auf der Gewinnerseite erhält erst dann einen Punkt, wenn es zwei oder drei Ballwechsel in Folge gewinnt. Wenn euch meine Videos und dieses Format gefallen, dann lasst doch jetzt gerne einen Daumen hoch für mich, das würde mich freuen. Abonniert den Kanal, dann bekommt ihr eine Nachricht, wenn das nächste Trainingsvideo online ist. Wir sehen uns dann dort, macht's gut, habt einen schönen Tag, schöne Spielzüge, schönes Leben, bis denne.